bin Ilinka Florian, Autorin des Buchs Das zarte Bellen langer Nächte. Und darin geht es um Hanna. Hanna ist eine junge Frau, die in Berlin wohnt und lebt und frisch mit dem Studium fertig geworden ist. Und ich würde sagen, im Buch geht es im weitesten Sinne um ihre doch sehr vielen Sorgen, die sie jetzt in diesem Lebensabschnitt hat. Weil sie hat sich einiges anders und auch rosiger vorgestellt, so nach dem Studium, wie vielleicht viele von uns. Sie ist auf Jobsuche und findet keinen Job und braucht logischerweise Geld, und ihre Beziehung droht darüber hinaus auch in die Brüche zu gehen. Ich sammle handschriftliche Notizen, was mich direkt zum Thema Schreibprozess führt. Also ich sammle auf jeden Fall immer, wenn ich durch die Gegend renne oder in meiner Freizeit oder in meinem Leben. Und was ich so beobachte, sammle ich. Und ich verknüpfe es dann oft mit, wenn ich irgendwo was gesehen habe, das gerade zu dem passt, woran ich gerade schreibe, dann wird das so notiert. Und das eher handschriftlich. Aber sonst schreibe ich sozusagen fürs digitale Zeitalter ganz klassisch betrachtet am Computer. Ich wünsche nämlich manchmal, es wäre anders, weil ich finde den Computer recht unsinnlich so. Und ich brauche ja wahrscheinlich wie fast alle Autoren Ruhe, höre aber manchmal auch Musik. Musik beim Schreiben, aber grundsätzlich brauche ich einen ruhigen Raum.